Meine Damen und Herren, kennen Sie dieses Geräusch? Sie begegnen ihm fast täglich. Mit seinem kontinuierlichen, an- und abschwellenden, systolisch-diastolischen Geräusch, welches meistens im zweiten Interkostalraum links parasternal am deutlichsten zu hören ist. Gewisse differenzialdiagnostische Hinweise ergeben sich aus der Lokalisation des Geräuschmaximums. Слушайте, слушайте, говорит Ленинград, РВ-3, РВ-3. Auch hier spielt der Ort des Geräuschmaximums eine gewisse differenzialdiagnostische Rolle. Bitte hören Sie sich das systolische Austreibungsgeräusch an. Und im Vergleich hierzu nochmals das Geräusch des Ventrikelseptums. Bitte hören Sie sich beide Geräusche nochmals an. Der Klangcharakter ist eindeutig verschieden. Sicherlich konnten Sie ohne Schwierigkeiten die eben erwähnten Charakteristika ohne weiteres erkennen.